Oh, guck mal da. Oh, guck mal da. So. Dann, Moment, was war, wo war es jetzt? Ja, dass er entführt worden ist, weiß ich auch. Warte, wo ist denn der Brief? Da. Höhle am Strand, natürlich. Ich weiß nicht, wie man ein Schwert hält. Hat er irgendeine bestimmte Uhrzeit? Jetzt gucke ich nochmal drauf, hat er irgendeine bestimmte Uhrzeit oder komm mit dem Geld zur Höhle, ja gut. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Ja, genau, der weiß ja, wie man ein Schwert hält, aber hauptsache mal jemanden erpressen. Ja, ja, so ist es, ne? Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Ja, es kommt nur auf Kraft an. Nur auf Kraft, natürlich. Oh, geil. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass wir sie wahrscheinlich besiegen werden, aber Lebenspunkte bekommt man nicht geschenkt. Okay, wir jetzt schon teilweise, aber ich renne da jetzt nicht einfach rein. Das ist mir viel zu gefährlich. Vor allem sind diese Razor sehr, sehr aggressiv. Na gut, der jetzt nicht so, aber normalerweise habt ihr gesehen, der erste ist direkt auf uns losgerannt. So, da hinten sind noch zwei, ne? Guck, der hat direkt losgerannt. Da sind Fangheuschrecken, ganz toll. Oder Riesenheuschrecken oder wie auch immer. Und guck mal da, Grasland-Scavenger, schön. Oh, toll. Was mache ich jetzt am besten? Ach, komm. Ja, komm, da können wir jetzt auch mal ein bisschen. Ist ja scheißegal, komm. Ja, ging relativ schnell eigentlich, ne? Ach genau, Fangheuschrecken. Und Heuschrecken sind ja auch in echt so groß, ne? Ja, ganz klar. So. Ach, Waldscavenger ist das. Ach, die sind noch eine Nummer stärker. Ach so, okay. Da ist ein Alligator. Da müsste jetzt der Alligator-Jack ran. Oh Mann. Was ein schlechter Witz. Okay, den kann ja auch, was weiß ich, der Elbridge besiegen. Der Penner ist da jetzt drin, oder was? Was soll der Kacke? Ist niemand. Oh, was wird wie? Da stand doch Höhle. Nördlich vom. Ach, wo, ich weiß gar nicht, wo hier nördlich und südlich ist. Ich gehe jetzt einfach in die andere Höhle rein. Weil da drin bestimmt nicht. Da ist noch eine Belia-Statue. Mehr ist da nicht, ne? Hallo. So. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch echt das der Hammer. Naja. Jetzt sage ich nichts, jetzt wird's wieder laut vom Wasser her. Das ist ja auch ganz logisch, ne, dass das Wasser immer am lautesten ist, wenn man schon draußen ist, ne? Wenn man mittendrin ist, das merkt man ja nicht. Da hört man ja kein Wasser.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, er hat gehört, der ist auch meiner Meinung gewesen, ja. So gehört sich das. Der Morgen ist immer noch todkrank, weil wir zu faul waren, das mit den Wolfskirchen zu erledigen. Und mir jetzt auch gesagt wurde, dass wir immer falsch waren. Es war nämlich voll, eigentlich total simpel. Ja, Wasser, sei leise. Es war nämlich, um genau zu sein, die Insel im Talkessel, also da bei dem Wasserfall. Total simpel eigentlich, aber da sind wir ja nicht hingegangen. Wir waren ja nur im Canyon. Ja. Das ist nur ein Stein, gell? Nö, ist eine Muschel. Wie viele sind da noch? Vier, ne? Ja. No risk, no fun. Auf geht's. Ja, ging doch. Da drin steht jemand. Ich hab's jetzt schon gesehen, so ein bisschen. Ein Gardist. Spannung. Pur. Wo ist Lucia, mein Freund? Dramon? Hey du, Junge. Willkommen. Elbrich nehme ich an. Nein, aber ein Freund von Lucia? Ja, komm. Nein, aber ein Freund von Lucia. Ich hoffe mal, das ist kein Trick. Aber solange das Geld bezahlt wird, kann es mir egal sein. Wer bist du? Das geht dich eigentlich nichts an. Aber ich heiße Ramon. Ich durfte die letzten Monate am Eingang des Banditenlagers stehen und darauf aufpassen, dass sich keiner reinschleicht. Aber dank dir und deiner kleinen Freundin wird sich das nun ändern. Es wäre einfach, ihm die Rune zu stellen, gute Idee. Ich will meine Rune wieder, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist Lucia, du Schwein? Na, immer schön ruhig bleiben. Wir sind doch zivilisierte Menschen, die nur ein kleines Geschäft abschließen. Lucia ist bereits ganz in der Nähe. Aber du wirst sie niemals finden, also spar dir die Suche. Ich habe ihr einen Trank eingeflößt, der sie so lange schlafen lässt, bis sie jemand wachrüttelt. Also beeil dich besser mit der Zahlung. Denn lange wird sie es ohne Wasser im Canyon nicht aushalten. Okay, sie ist in der Höhle, ich töte dich und dann, naja. Gib mir meine Rune zurück. Aber die ist doch so praktisch für mich. Lass uns sagen, die Rune ist Teil der Bezahlung. Einverstanden? Gut. Ich habe keine 1500 Goldstücke. Ich habe keine 1500 Goldstücke. Ach, du bist doch ein Pirat. Sicherlich hast du irgendwo einen Schatz vergraben. Also komm mir nicht zu, sonst geht es Lucia schlecht. Nein. Jetzt kannst du... Arsch. Karte von Ramon. Ja, guck, so geht's auch. Seh da. Da steht sogar noch mal. Ja, guckst du, ne? Ja, so geht's auch. Irgendwie hätte ich jetzt keinen Bock, dem 1500 Goldstücke zu geben. Ich bin doch nicht bekloppt. Also wissen wir sowieso, wo sie ist, ne? So geht's auch. Jetzt hier in Gefahr, bald nicht mehr. Krieg du keine 1500 Gold, bin doch nicht bescheuert. Hör mal, das ist auf Geld, ey. Außerdem geht's ja auch so. Aber der hat einen Schlag drauf gehabt, der Junge. Das kann man schon sagen. Der hat schon ordentlich ausgeteilt. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Und ich merke gerade, das ist vielleicht sehr von Vorteil, dass sich unser Leben von alleine regeneriert. Denn wenn wir in einem schweren Kampf sind, können wir einfach durch die Gegend rennen und abhauen. Oder zumindest einfach nur durch die Gegend rennen, damit uns der Gegner nicht trifft. Dann können wir jetzt unser Leben aufladen. Das ist gar nicht mal so... Ja, unpraktisch. Es ist praktisch, so. Es hilft. Es ist von Vorteil.
So. Dann wecken wir mal die Lucia und dann ist alles gut. Hoffentlich. Der Elbridge freut sich auch. Dann arbeitet er an dem verkackten Steuerrad und dann ist alles gut. Und dann ist das Schiff repariert und dann sind alle zufrieden. Wetten, die ist da drin? Ja, natürlich. Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Und wer bist du? Immer mit der Ruhe. Ich bin Ren, ein Freund von Elbridge. Elbridge? Was hast du denn mit dem zu schaffen? Warte mal, ich kenne dich. Du bist einer der Kerle aus dem Hafenviertel, die immer versucht haben, einen Blick in die rote Laterne zu werfen, aber nie etwas bezahlen wollten. Bromos Preise sind auch völliger Wucher. Wie soll man sich das als einfacher Hafenarbeiter jemals leisten können? Naja, ist auch egal. Sag mir jetzt lieber, warum ich hier bin. Du wurdest von Ramon entführt. Eigentlich wollte er 1500 Goldstücke, aber ich habe zum Glück diese Höhle auch alleine gefunden. Ramon? Dieser Arsch. Jetzt erinnere ich mich. Der Typ hat mich auf einen Drink eingeladen und auf einmal wurde mir total schwindelig. Scheinbar hat er mir irgendetwas ins Bier geschüttet. Da muss ich mich wohl bei dir bedanken. Ich habe leider kein Geld, aber vielleicht kann ich dich auf andere Weise entlohnen. Ist schon gut. Das habe ich gerne gemacht. Wenn Julie erstmal beklauen. Einfach nur so. Nur so zum Spaß. Juhu! Elbridge hat sich den Piraten angeschlossen, um nach dir zu suchen. Was? Elbridge bei den Piraten? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber wahr. Er will dich auf keinen Fall aufgeben. Ich habe dir eigentlich einen Brief von ihm schicken wollen, aber den hat offensichtlich Ramon abgefangen. Kaum zu glauben. Eigentlich hatte ich mit Elbridge abgeschlossen, weil er keinen Finger gerührt hat, um mich vor den Banditen zu beschützen. Aber vielleicht war es auch besser so. Die hätte ihn sicherlich abgeschlachtet. Nun sehe ich ihn in einem völlig anderen Licht. Wo ist er? Folge mir, ich bringe dich zu Elbridge. In Ordnung, geh voran, ich komme hinterher. Ja, wie kommt's denn mit aufs Schiff? Ich hoffe, die wird da mit teleportiert oder mit übergebracht. So, schnell da unten sind Lurker. Schnell, schnell. Die sind unfreundlich. Ich laufe jetzt einfach rückwärts, ist sicherer. Nicht, dass sie irgendwie in einem Baum stecken bleibt oder so. Ja, jetzt bin ich der Dumme. Halt mal ein bisschen nach hinten gucken, wo ist sie denn? Okay, sie folgt uns noch. So dumm ist sie gar nicht. Ja. Gut. Noch da? Wow, die kann uns folgen. Das ist ja ein Weltwunder. Immer noch da? Hey, gut gemacht. Kriegst einen Keks. So. Oho, Ren, was hast du denn Hübsches in der Wüste aufgetrieben? Das ist Lucia, Elbridges Freundin. Sie kommt aus dem Banditenlager. Na, dann mal hinein mit ihr. Elbridge hat sicher nichts dagegen zu teilen. Junge, bist du eklig, was soll der Scheiß? Komm. Hier wird nicht geteilt, Mann. Wo ist denn der Elbridge? Ist er hier irgendwo, Leute? Oder wie, oder was? Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Pass auf, kommt die jetzt mit? Ich weiß das nämlich gar nicht. Ich speichere einfach mal ab und wir gehen rüber. Aufs Schiff, wenn sie dabei ist, ist gut, wenn nett ist. Holla, die Schöne kenne ich doch. Lässt Promo inzwischen auch Hausbesuche machen? Dann werde ich sicherlich Dauerkunde. Lass ihn in Ruhe und bring uns auf das Schiff. Immer mit der Ruhe. Ich verstehe schon. Wer zuerst kommt, der malt auch zuerst. Aber lasst euch nicht von Garwell erwischen. Ich erzähl dir doch nicht. Alles klar, sie geht jetzt mit, ne? Also aufs Schiff, ne? Hoffe ich doch. Ja, da ist er. Ja, kommst du auch noch mit? Hallo. Hey. Was ist mit dir? Es ist nichts. Nur diese Überfahrt gerade in Skips Boot. Auf genau die gleiche Weise wurde ich damals von den Banditen hierhin verschleppt. Ich brauche einen Moment für mich alleine. Geh bitte zu Elbridge und sag ihm, dass ich hier auf ihn warte. Und noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Naja, nix Problem. So, dann gehen wir zu Elbridge. Der schon seit 10 Millionen Jahren in diesem bekloppten Steuerrad rumhantiert. Hey. Komm jetzt, Junge, deine Freundin ist da. Lucia ist an Bord. Was? Wo ist sie? Sie wartet auf dem unteren Deck auf dich. Zur Seite.
Oh Junge, jetzt reg dich ab, Mann.